Du lädst. Gott, ich kann nicht mehr. Du lädst mich wieder ein. Ja, na gut. Ich glaube, Golf dauert gar nicht so lange, oder? Keine Ahnung. Also Golf habe ich noch nie gemacht. Oh Gott. Letztes Loch ist 9. Ach komm, wir machen mal nur 3 Löcher hier. Was? Also, 3 Löcher? Okay. Lassen wir es einfach. Lassen wir es. Oh Mann, ey. Lad mich mal ein. Hab ich doch. Bist du fertig? Ja. Ganz fertig? Ja. Okay. Ich hoffe, ich gewinne, dann kriegst du auch noch eine Aktion zu sehen. Ich habe schon wieder nicht auf mich gewettet. Du musst auch bereit machen. Hallo. Mach ich doch gerade. Achso. Ich habe nichts gesagt. Ja. Tja, was wollte ich sagen? Wo bin ich müde? Hör auf, du bist ansteckend. Das war ich. Oh. Hallo? Oh Gott, wie geht das denn? Keine Ahnung. Abschlagen, schwingen. Okay. Schlagrohr. Hä? Ah, okay. Und wie geht's? Komisch, keine Ahnung. Komisch, keine Ahnung. Netter Schlag. Wir haben plus 3 auf T. Und ich habe einen D-Schwinger. Keine Ahnung. Schläger? Was haben wir denn? Weil ich kenne mich im Golf gar nicht aus. Ich auch nicht. Also, ich kann nicht sagen, was was ist und wie was geht. Okay. Loch, Schlag, Vorschau. Was ist denn das denn? Da hinten ist das Loch. Okay. Dann probiere ich mal so am Sand vorbei. Stärke. Hui. Okay. Interessant. Finde ich auch. Jetzt musst du. Du bist ja voll weit weg. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie. Also warte. Also was soll ich, wollte ich sagen? Ich verstehe nicht, wie ich das schlage. Wie machst du das denn? Keine Ahnung, ich mach einfach. Warum das jetzt nochmal? Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Was? Ich verstehe kein bisschen was. Ich auch nicht, das war auch gerade sehr merkwürdig. Ah, auf der Minikarte kannst du sehen, wo das ungefähr landet. Ja, so weit bin ich auch schon. Das hätte ich mir mal vorher sagen können. Schlag, so, ich dachte... Tab, Ziel. Also ich habe jetzt Stärke 91% gehabt. Okay. Also du wartest halt wieder bis du unten bist und dann schlägst du ab. Also musst halt dann nochmal klicken, weißt du wie? Oder nee, keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach auf gut Glück. Okay. Ich denke, es ist auch viel Gefühl. Warum hast du nochmal Schlag? Ich verstehe es nicht. Hui. Bist du im Sand gelandet? So kurz davor drin, ja, so, keine Ahnung.
Perfekt. Oh nö. Perfekt im Sand, würde ich es nennen. Jetzt darfst du noch mal. Ich bin im Bunker. Ah, okay, ich verstehe, glaube ich. Was verstehst du denn? Muss auch immer noch so ein bisschen halt beachten, wie der Wind kommt. Und es wird hier von oben angezeigt. Also oben rechts. Ja, also ich. Keine Ahnung. Ist ja sowieso schon die nächste Folge. Hallo und herzlich willkommen. Nee, ach ja. Das war schon viel zu spät. Viel zu spät. Es ist 17 Uhr. Das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ach so, du meinst deswegen halt das sagen. Naja. Egal. Gar nicht so schlecht, hä? Hast du den gleich reingemacht, oder? Kurzer Putt. Du nutzt jetzt auch den kurzen Putt. Du bist bisher viel näher dran, ist ja voll gemein. Komm, den kriegst du rein, oder? Nee. Echt? Ich verstehe immer noch nicht die Anzeigen. Wie? Was verstehst du denn daran nicht? Das war zu stark. Schlag 9. 4 über Paar. Achso, Paar ist perfekt, oder was? Nee, keine Ahnung, was das ist. Paar 5 und ich bin Schlag 6. Weiß auch nicht, warum ich öfter schlagen darf. Boogie! Cool. Ah ja. Okay. Erstes Loch. Plus 1. Warum auch immer. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich verstehe es nicht. Ich schon. So ein bisschen. Dann erklär's mir mal. Na wie, was soll ich denn da groß erklären? Du hast da unten die Höhe. Du bist jetzt 1 Meter tiefer, als das Loch ist. Zum Pin sind es 398 Meter. Und Stärke ist gerade auf 100%, warum auch immer. Distanz sind 205 Meter. Ah, cool, du warst weg. Echt jetzt? Ja. Achso, nee, das ist das, wo du triffst? Ah. Verstehe. Wenn ich ausschlage, was bedeutet denn der orange Balken? Der orange Balken wäre perfekt. Das zeigt dir an, okay, wo du am besten hingehen solltest. Gut. Genau. Und die Anzeigen zeigen dir an, wo der Ball, also das sind sozusagen Koordinaten für, wo dein Ball aufkommen könnte. Ui, bist du weit. Ja. So. Oh, ich kann sogar. Das wäre jetzt geil. Oh nein! Das ist voll gemein! Der ist im Baum stecken geblieben! Ich dachte, das hat keinen Einfluss. Ich dachte, das geht da durch. Och Mann! Wie arschlochig ist das denn? Wollt schön reinkullern. Bist auch im Baum? Weißt du, was das Geile war? Der wäre eigentlich durch den Baum durchgeflogen, aber war dann mitten in der Luft und ist einfach runtergeplumpst. Ich hab's gesehen. Total bescheuert. Egal. Nee, keine Ahnung, soll ich mal noch eine Rundtour machen oder soll ich da erstmal. Mach ich später irgendwann, oder? Wenn du mal da bist. Du musst ja nicht viel zeigen. Das ist ja alles. Nee, ich meine dann, wenn du mal eingezogen bist. Ach. Was? Wenn du mal eingezogen bist. Ja. Oh, scheiße, zu weit. So kann man es auch machen. Wie viel habe ich jetzt? Schlag 4 und Paar wäre 4. Na, okay.
Oh Mann! Jetzt gehe ich wieder zwei über Putt, das ist doch kacke. Mache ich schon wieder einen Boogie. Boogie, Boogie, Boogie. Du bist bei Schlag 4. Hallo? Ich weiß es nicht und bin auch völlig verwirrt. Oben rechts wird dir es angezeigt und da steht auch, da kommt gerade starker Wind von rechts. Also musst du mal ein bisschen weiter rechts vom Loch ziehen, sozusagen. Okay. Wenn ich so keine stark. Ahnung, ich komme mit den Anzeigen nicht klar. Was denn für Anzeigen? Ja, weil die eine Anzeige auf der Minimap sagt, ich wäre jetzt richtig, aber der Pfeilchen sagt, ich bin jetzt mega falsch. Du musst halt schauen, was rechnet die Minimap mit ein und was nicht. Ich weiß auch nicht, was die Minimap mit einrechnet, und ich bin zu faul, danach zu schauen. Mach bereit. Ach so, das ist nicht Enter. Ups. Kennst doch, wie faul ich bin. Jo, das weiß ich allerdings. Ja. Hui. Vor allem, ich mag so ruhige Sachen überhaupt nicht. Das wäre geil. Oh mein Gott, guck dir, wo der ist. Ach du Scheiße. Und was wäre hier? Paar wäre 3. Krass, das kriege ich hin. Du aber auch, oder? Nee, ich hab's gerade voll verkackt. Im Baum drin. Nein! Komm, kriegst du hin. Ich mag Golf. Das will nicht! Wieso zeigt mir das so an? Ja, du musst doch mal gucken, wo du hinschlägst. Ach, fick dich, du kleine Sau. So. Was? Warum denn? Jetzt kannst du auch voll ausholen, wenn du möchtest. Musst aber nicht. Oh. Was siehst du? Bist du gar nicht so schlecht. Nein, weil auf der Minimap wäre ich ganz drinne. Ups. Oh, ich hasse dich. Ein Birdie. Ja, ich habe ja nicht mehr geschlagen. Der macht das ja automatisch dann, wenn es so wenig ist. Ja, ich sag doch, dass ich dich hasse. So. Mann! Das war aber auch knapp. Sag mal, willst du nicht mal was essen? Du siehst so so ausgehungert aus. Ich weiß eigentlich auch immer noch nicht, was das für ein Tattoo ist bei dir. Es ist eine Feder und oben wären es Vögel. Ach, das wolltest du mir die ganze Zeit damit sagen. Ja! Schrei doch nicht so. Ach, halt's Maul. Was? Was? Warum sagst du sowas? Weil ich krank mehr bin. Weil du es nicht magst, das Spiel zu verlieren. Nein. Kennst doch mich als schlechten Verlierer. Ja, gut, dass wir zusammen zocken, ne? Ja, nein, keine Ahnung. Ich kann mir sowas richtig aggressiv werden. Ja, stell dir mal vor, irgendwann zocken wir dann nebeneinander. Battlefield. Oder halt, ihr Schweine! Ja, nein, da werde ich nicht so. Ich glaube, wenn wir nebeneinander zocken, ist es immer noch was anderes, wenn du so weit weg bist. Ich meine, dann bist du aggressiv auf die anderen, weil die mich killen und so. Ach so, ja, das sowieso. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du dann aggressiv auf mich bist und mich dann trittst oder so. Ich würde dich doch nie treten. Ja, ich werde hier massakriert. Jeden Tag. Mit der neuen Schwänzing. So ungefähr. Ich verlange Revanche später mal. Was? Golfen? Ja. Hat dir doch Spaß gemacht? Ja, ich brauchte halt Übung. Mann, wie komme ich denn hier wieder raus? Hör mal auf. Hey! Ich würde dich mitnehmen. Achso, ich will eigentlich... Ja, okay. Warte, warte. Dann fahren wir halt mal mit deinem Auto. Ich kann jetzt Sturm-MP Zielfernrohr machen. Okay. Ey, ich markiere oder... Mach mal, ich muss eine andere Musik anmachen. Sheesh. So.
So, komm.